Willkommen zu Natural Born Killers nach einer Story von Quentin Tarantino vom Regisseur Oliver Stone mit allen Filmstilmitteln, die man sich so vorstellen kann und einem grandiosen Soundtrack. Der gute Quentin war mit der Umsetzung eher semi-zufrieden, aber damals war das einfach ein absolut genialer Streifen. Und wenn die Leute herkommen und fragen, wer das getan hat, sagst du Mickey und Mary Knox, waren das verstanden? Der gute Mickey liefert ein halbes Rind und lernt dabei Mallory kennen. Dass deinen Namen in Schönheit umändern. Er erkennt ihre Trauer. Geh schön nach oben und dusch dich. Und seif dich ordentlich ab. Ich überprüfe das nämlich nachher. Und nimmt sie auf eine Spritztour mit. Bin mit dem Fleischer aus. Vor Sonnenuntergang zurück. Ich hab sie eingefahren und er greift sie. Da ihr Vater sie vergewaltigt. Er vergreift sich immer an mir. Ich halte es nicht mehr aus. Und die Mutter ihr nie geholfen hat. Du hast mir niemals geholfen. Töten sie beide. Er ist tot! Er ist tot! Auch Mickys Vergangenheit war kein Zuckerschlecken. Nein, schlag mich nicht. Dafür dürfen wir nun die beiden Vergewaltiger und Massenmörder, Mickey und Mallory Knox, bei ihrer Reise durch die USA begleiten. An unserem Hochzeitstag bringe ich niemanden um. Sie lassen bei jedem Massaker einen Überlebenden, der ihre Geschichte erzählen kann, zurück. Aber immer ließen sie einen Angestellten am Leben, damit er ihre Geschichte erzählen kann. Der Journalist Gale dreht einen Bericht über unsere beiden Helden. Und danach konnte Mickey und Mallory nichts mehr aufhalten. Während der Verfolgungsjagd geschah ein tragischer Mord. Radfahrer auf 1 Uhr! Und ganz Amerika findet es geil. Seit dem Manson-Massenmord gibt's nichts Besseres als Mickey und Mallory. Ich liebe Mickey und Mallory. Die sind so cool. Wenn ich ein Massenmörder wäre, würde ich gern wie Mickey und Mallory sein. Doch schnell wackelt das Glück unserer beiden Swinger, da es Mallory überraschenderweise nicht so geil findet, wenn ihr Mickey ständig Geiseln vergewaltigt. Dass wir uns eine Geisel besorgen? Nein. Wieso starrst du die an? Es folgt der Auftritt von Detektiv Scarnetti, der ebenfalls gerne vergewaltigt und beide zur Strecke bringen möchte. Ihre Streitereien häufen sich, bis sie sich schließlich von einer Schlange beißen lassen und eingesperrt werden. Im Knast töten sie einfach unentwegt Menschen, was zu neuen Verhandlungen und zur Verzögerung ihrer Todesstrafe führt. Drei Mitgefangene, 5 Wärter und ein Seelenklemm. Scarnetti und der Gefängnisdirektor schmieden ein paar Pläne, wie beispielsweise eine Lobotomie oder Mord, während die USA die beiden Massenmörder feiert und Gale ein Exklusivinterview anstrebt. Also sie gewähren mir, Wayne Gale, ein Exklusivinterview. Ich sag, wir tun's. Das Interview wird in einem 100 IQ-Move im Gefängnis übertragen und die Meute wird geil. Nur Liebe kann den Dämon töten. Ich bin einfach der geborene Killer. Und schon geht der Gefängnisausbruch los. Mickey und Mallory Knox sind frei. Gale tötet einige Wachen und erkennt auch den Natural Born Killer in sich. Unsere Helden nehmen einige Geiseln, spazieren durch das Haupttor und entkommen. Am Ende lebt nur noch Gale. Er hofft, als einziger Zeuge zu überleben, doch da ist ja noch die Kamera. Dich umzubringen, eine Botschaft. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, was sie für eine Aussage hat. Die beiden hören auf zu töten, werfen Kinder und leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage.